Ein Fehler, das ist sowas zu natürlich sagen. ein Jetzt fühlt Pfad. er sich wieder alle Große. Naja. Das einzige Problem, was ich mit meinem Land habe, ich habe meine Truppen Wir müssen jetzt überall, wirklich nur mal nicht im anfangen, eigenen ne? Land. Ja. Aber Kirsti, das kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Ich muss meine Truppen auch immer quer über den Kontinent jagen, wenn ich meinen Krieg woanders führen will. Noch 13 Jahre. Ich hab die ja nicht nur quer über den Kontinent, ja, ich ja, hab die ja ich quer weiß, über die ganze Welt. du musst die halt verschiffen. Wobei Laufen manchmal auch ganz schön langsam sein kann. Wie viel Dingens haben die Spanier? Portugiesen? Warte. 172.000, ouch. Du guckst selber nach. Und Portugal? Nochmal 36.000. 30, ja. Da muss ich eigentlich noch mehr Truppen hierher holen. Sonst wird das echt knapp. Braucht ihr Hilfe oder was? Theoretisch nicht, wenn ich meine Truppen hier hätte. Ich muss die nur gerade alle suchen. Ich meine, Luca sollte vielleicht auch nicht all seine Truppen nach Burgund schicken, sondern dir ein bisschen so helfen. Schnell wie möglich durchhaben, weil wenn ich nur mit so ein paar in Spanien bin und die alle auf mich kommen, dann ist tot. Das ist richtig. Deswegen lasse ich es lieber. Deswegen will ich da jetzt auch gerade noch ein bisschen aufstocken. Nehmen Burgund ein, so schnell wie es geht, dann sind die weg und dann geht nach Spanien. Wo ist Honduras? Wo habe ich die Truppen gerade hingejagt? Doch hier irgendwo. Lass die erstmal losfahren, so. Och lol, ich verbessere die Beziehung nicht in Riga, sondern in Polotsk. Habe ich ernsthaft die falsche Provinz... Oh Gott. Sag Janik. Ja. Da hinten, oh. Immer diese Anfängerfehler, ey. Ach, echt, ey. Schön. Stadtstaat fordert Unabhängigkeit. Interessant. Nix da. Natürlich habe ich da keine Truppen stehen. Aber bis die durch sind, dann ist Weihnachten. In 5 Jahren. Ugh. Apropos in 5 Jahren, vielleicht hätte ich darauf mal achten sollen. Dein Kriegsfunk gegen Nogai. Was soll das? Die neu entstanden gerade? Aber. Ja, Nogai ist mal wieder entstanden. Überlege gerade, ob ich jetzt einfach in Spanisch Maghreb einmarschiere und dass ich den einfach nur den so Weg oder absperre. So sollten wir mal anfangen. Aber Nogai gab's schon mal. Ja, ich weiß. Ganz am Anfang zum Beispiel. Oh, ich glaube, ich greife mal in Skandinavien an, während ihr kämpft. Soll ich Waffenruhe mit denen? Aber ich kann Polotsk angreifen und Skandinavien hilft Polotsk. Bounce! Guck mal diese Cheater an. Oh, Muscovy hat mit der Verwestlichung angefangen. Jetzt schon. Aha, die sind aber ganz schön weit im Osten. Ja, die sind halt auch in einer Personalunion mit Riazan. Was auch immer ein Riazan ist. Und die sind wahrscheinlich schon verwestlicht, oder? Kann man das hier nicht irgendwo lesen? Ne, die haben noch östliche Technologie. Lol. Weißt du, wie lange du noch so brauchst? Sobald meine Truppen da sind, also so. 2 Monate. Also noch ein paar Jahre. es ist hoffnungslos. Truppen hole ich auch noch schnell hoch. Also ich werde jetzt erstmal Spanien mehr oder weniger ignorieren, zumindest das, was in Kernspanien ist. Ich werde einfach nur nach Süden marschieren. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich dir zu helfen, sobald ich halt Burgund hier raus habe. Ja, deswegen, wenn ich Spanisch Maghreb nämlich habe, dann habe ich erstmal ein bisschen Ruhe. Stelle ich meine Schiffe da rein und dann ist gut. Allerdings muss ich meine Truppen da irgendwie wegbekommen. Ich habe die ein bisschen ungünstig positioniert da. Kommen die denn? Soll keine Erholungsfahrt hier noch machen? Kreuzfahrt oder so? Ne, ihr sollt jetzt hier ankommen. Warum habe ich denn Krim-Nationalisten, ey? Die denken sich auch, die können sich alles erlauben. Ich glaube, die Vorbereitungen dauern länger als der Krieg selber am Ende. Ja, ich glaube auch. Können wir jetzt? Sind die jetzt? Ja, die sind da, okay. Los!
Wenn ich die. Ich muss die Truppen noch rüber schiffen, sonst ist das alles Kacke, sonst stehen die Mist. Hast du doch. Ihr geht dahin. Ihr kommt dazu und ihr kommt dazu. Ja, du gehst einfach mit einem Teil, gehst du durch Afrika und mit dem anderen Teil oben in den Norden rein, oder nicht? Nee, aufteilen ist eine schlechte Sache. Ja, eben. Ja gut, bei Spanien kann ich das... 170.000 Truppen, die da stehen haben, irgendwo. Oh, lol. Doch so viel. Hab ich die nicht alle gerade... Oh. Nimm die doch alle mit, Mann. Nimm die doch alle mit, Mann. Frau. Oh. Okay. Los? Kann schon mal starten, ja. Schneller, 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 schneller. Also ich bin noch nicht beigetreten, ne? Ja, ja, klar, ich mach das schon. So, hier ist bloß keine Schlacht verlieren, dann ist eigentlich alles easy. Krieg steuern. Zack. Hier gerade ein bisschen aufgehalten, das ist kacke. So, was ist denn da los, Mann? Da habe ich jetzt so viele Schiffe verloren, ey. Muss da unten rein, ey. Ach, Burgund, ey, Scheißecke. So habe ich so schwache Schiffe, ey. Boah, ey. Boni, ey. Das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Ja, der Plan war eigentlich gut, aber im Moment funktioniert hier gar nichts. Das ist sehr beruhigend zu hören. Ach, Jungs. Ich habe mir meine ganze Flotte zerlegt. Oh. Das ist natürlich ungünstig. Das hört sich nicht so geil an. Ich muss erstmal kurz nachbauen. Das kann dauern. Das kann sogar sehr lange dauern. Yay! Tschüss, Ottoman. Mein 63-jähriger Thronfolger ist auf den Thron gestiegen und sein Nachfolger ist 0 Jahre alt. Warum macht er mit 63 ein neues Kind? Oh, fickt euch, ey! Oh, warum hast du das Bündnis gebrochen? Warum rennt ihr mir denn hinterher? Ich hab gar nichts gemacht, Moment. Ach so, aggressive Expansion läuft. Ja, auch noch Truppen mehr. Mal abholen. Nein. Entschuldigung. Wie sieht's denn aus, Kösti? Kacke. Fantastisch. Ich hab überhaupt nichts zusammen. Vielleicht mal ein bisschen um den Burgund kümmern. Diese Kriege hier nicht mehr gewohnt. Ja, passiert halt, wenn man 500 Jahre Friede, Freude, Eierkuchen spielt. Ja, vor allem hat er ja immer nur in Amerika was getötet. Ihr sollt euch bewegen, ihr Dreckschiffe! Eine Fresse, ey.
Achso, Portugal ist der Angriffsgegner, okay. Ja. Hier kann ich schon mal wieder dazu ziehen. LOL! Nicer, dicer, 36. Denn Sakalava immer mit einem Bündnis. Warum sind die Truppen denn nicht losgelaufen? Nimm es doch einfach an, ey, und hol nicht andauernd rum. Nur zwei Provinzen fehlen, na drei fehlen bei Burgund, auch dann sind die komplett weg. Ich frag mich gerade, wie es in Amerika aussieht, aber offensichtlich gar nicht so scheiße, wie ich erst befürchtet hatte. So, Burgund wird hier immer ein bisschen eingekreist. Aha. Gucken, was sie jetzt machen. Wahrscheinlich nicht schreien wegrennen. Besser ist halt, wenn sie da raus wollen, müssen sie mich angreifen. Deswegen werde ich jetzt erstmal nichts weiter tun, als das zu beobachten. Da nehmen wir währenddessen Feind zurück. Wenn die halt nichts machen, dann greife ich sie halt gleich an. Das ist auch kein Problem. Oh. Das hast du kaputt gemacht. Naja, die Skandinavier dachten sich, die kommen jetzt einfach mal über die andere Seite. Mal machen. Aber das empfand ich jetzt nicht als ganz so positiv. So, Burgund, was macht er jetzt? Ihr seid ziemlich in der Scheiße, würde ich mal sagen. Nix okay. Frieden. Das ist aber eklig. Schön zu Ende ausgekostet. Kann ich hier so durch dein Land laufen? Oh, ja, lol. Ah, da unten sind die! Paris haben wir, das heißt, ich muss jetzt nur noch das hier zurück einnehmen. Ja, genau, rennt einmal um ganz Afrika rum, so. Genau. Und jetzt geht's ab. Jetzt wird Burgund eben vernichtet. Das freut mich. Mich erst recht. Oh, die waren aber schnell da. So, zack, 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 nur ein bisschen Overkill. Ich kämpfe immer ein bisschen in deinem Land. 200.000 gegen 40.000, ich glaube die 200.000 gewinnen. Und direkt nochmal. So, das holen wir uns eben zurück. Dann machen wir uns mal ganz unauffällig Richtung Spanien auf dem Weg. Alle zusammen, lauft! Oh, das ist aber bunt hier. Ich fange mal damit an, dein Land zu... wobei, ich gehe mal auf Portugal ein bisschen zu und rede mal ein bisschen mit denen. Ja, reden, das ist eine super Idee. Ja, finde ich auch, deswegen mache ich es ja. So, wir haben ja ernsthaft die Hälfte der Truppen hier gekillt. Oh, seid ihr Arschlöcher, ey. Tragisch, tragisch. Wir machen ganz kurz eben Pause wegen Burgund. Eigentlich könnte ich die schon mal hier wegtun. Außer Nerven tun die ja nichts wirklich hier. Jetzt sehe ich gerade, dass die ja auch durch Afrika laufen können. Diese Skandinavier, ey. Das Blöde ist, dass Kösti die hier vom Wasser abgetrennt hat. Kann ich nicht mehr nach Afrika. Ja. Damit haben wir die erste Nation schon mal raus. So, was ist denn die Hauptstadt von
Hallo Portugal. Ich, können wir jetzt mit Unterhaltung anfangen? Oh, das wird eine kurze Unterhaltung. Ich eröffne die einfach mal. Ich bin mal so frei. So, das ging schnell. Alle zufrieden? Gut. Ups, Revolte. Ich muss mich noch kurz woanders eben unterhalten. Ich habe die Hauptstadt gefunden. Sie heißt Finnland. Viele Gespräche momentan, leider. Oh, Waffenstillstand mit Skandinavien vorbei. Interessant. Mhm. Ach, ist echt vorbei? Ja, aber ich habe gerade ein bisschen zu tun. Also, ich habe auch ein bisschen was zu tun. Ich auch. Ich habe einfach mal den Waffenstillstand ausgenutzt und währenddessen angegriffen. Ich dachte mir, das macht man heutzutage so. Ich habe jetzt mal die Diplotech abgeschlossen. Cool, Glückwunsch. Freut mich für dich. Jo, mich auch. Jetzt im Ernst, der kann da nicht hinlaufen? Na, sowas hasse ich ja. Da ist eine Burg im Weg. Ja, das sind meine Truppen immer nur am Rumjammern. Guck mal ein Fort, pass auf, es könnte dich töten. Alles Klärchen. Alter, ernsthaft? Kann ja nicht mal von einer Provinz zur nächsten laufen, weil in der Nachbarprovinz eine Burg steht. So, jetzt muss ich mal hier in Afrika gucken. Hä, wo sind die hin? Habe ich die skandinavischen Truppen in Afrika getötet? Interessant. Oh yeah, ich habe die Hauptstadt von Skandinavien. Wo rennst du denn jetzt hin? Bleib hier. Besser. Also ich laufe aktuell durch Skandinavien. Danke. Und du so? Ich bin gerade fast einmal um Afrika rumgerannt. Das ist schön. Ich soll den Vatikan übrigens in meinen Krieg mit einbeziehen, sagt das Spiel. Ach doch. Aber manchmal höre ich nicht aufs Spiel. Es macht richtig viel Spaß, Skandinavien einzunehmen. Das ist so ein Land, das ich schon immer mal einnehmen wollte, weil man da so schnell ist. Man hat keine langen Wege oder so. Man kann es einfach ganz gemütlich. Boah, Alter! Da treten mir schon wieder meine gerade rausgeholten Mannen. Doch so ätzen. Soll ich mal ein bisschen bei euch anklopfen, ihr Miststücke? Ja, ich habe Riga eingenommen. Das ist doch mal was Schönes. Danke für die ganzen Pop-Ups, die liebe ich ja so sehr. Ich töte mal eben deine Bauern, Luca. Danke, Yannick, das freut mich, dass du das machst. Ach, kein Thema, Luca, mach ich gerne für dich. Also das Gefühl, der hört schon gar nicht mehr zu. Das Gefühl, dass er gerade wieder irgendwo seine Pornos am Gucken ist oder so. Sitzt wahrscheinlich auf dem Klo oder so. Also, muted. Ich hab Danke gesagt. Ja, schön, dass du Danke... Bei mir kam das nicht so an, als ob du Danke gesagt hättest. Ja, ich weiß. Sorry. So. So, Mensch, ja, ja, die haben interne Konflikte in Kongo oder was. Ihr lauft da mal rein. Oh, Russland möchte, dass ich deren Truppen kaufe. Ja, na komm. Ich bin mal so frei, Russland, ich komme jetzt auch gleich auf die da aus dem Süden mithelfen. Naja, ich hole gerade alles zurück. Weiß. Ja, ich auch. Würde ich auch gerne. Reicht ja, wenn es einer macht. Ich nicht. Wow. Ich klicke gerade irgendwo hin und in genau dem Moment kommt ein Pop-up und ich klicke einfach mitten aufs Pop-up. So richtig behindert, ey. Das ist so typisch. Als du dir denkst, jetzt laufen meine Truppen dahin und sie laufen einfach nicht los. Ach, jetzt helfen mir die Russen. Ach stimmt, ich habe ja die russischen Truppen gerade gekauft. Ja. Warum auch immer ich russische Truppen kaufe? Ich wollte einfach nett zu den Russen sein und denen ein bisschen Geld geben. Vorrücken. Aber denkst du, ich brauch deren Hilfe. Was bitte haben meine Truppen gerade gemacht? Sind die ernsthaft... Ja. Anstatt rechts oder links um den Fluss rumzulaufen, sind die durch die Mitte durchgegangen, weil dort gerade meine Schiffe stehen? Alter, Halleluja, ey. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Halleluja. Oh, hallo Julia.
Was sind das denn bitte für Janik, Truppen? Kannst du nochmal Revolte? Hier Ost gehoben? Wo denn? Seeland hieß er, glaube ich. Das sehe ich nicht. Warte mal kurz. Achso, Seeland ist da die Insel. Abgestürzt. Wessen? Ja, mein Spiel ist abgestürzt. Ja, wir haben gut, dass Luca gerade Pause gemacht hat. Gerne. Na dann, das waren jetzt 4 Parts, die wir hier eben aufgenommen haben. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt hier erstmal Pause. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in den letzten 8 Jahren. Ja, du bist jetzt rausgeflogen, also muss ich mal die Aufnahme kurz beenden. Achso, okay. Ja, nicht auf, Kösti, keine Sorge. Gut, wir spielen das jetzt noch weiter. Die letzten 8 Jahre seht ihr dann aber in der nächsten Aufnahme-Session quasi. Dann kann man ein kurzes Päuschen machen und dann geht's weiter. Ich werde Skandinavien annektieren, vasalisieren. Ich nehme mir Spanien. Damit sich Luca freut. Und Kösti wird sich jetzt Spanien krallen, der ist ja schon mitten im Einnehmen. Währenddessen, was heißt denn er? Ich bin ja die ganze Zeit am Einnehmen. Währenddessen Luca eigentlich nur die... Naja, Luca nimmt ja nur die Provinzen zurück ein. Ja, so, jetzt bin ich damit durch. Jetzt mit Burgund haben sie schon Frieden geschlossen. Ja, bla bla bla. So. Ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt ihr Spaß. Ciao, ciao. Tschüssi, ich hol mir was zu essen.